Hallo YouTube-Freunde und herzlich willkommen zum Tribute von Mad TV namens TV Tower. Ein Open Source Spiel, sprich gratis und franco abladbar auf tvtower.org. Ich habe es höchstwahrscheinlich im Link da unten, verlinkt meine in der Beschreibung da unten. Und falls nicht, dann ja, gib mir mal einen Kommentar ab und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall, ich freue mich wahnsinnig drauf, das Spiel einmal zu zocken, weil es ist erst gerade ein Update rausgekommen. Das ist ja so ein Fanprojekt und schon seit Ewigkeiten am Machen und am Tun. Und es kommt immer wieder etwas dazu. Jetzt hat es ein neues Update gegeben und man kann endlich auch noch den Sammy gewinnen. Für die, die nicht wissen, wer der Sammy ist, zockt doch mal mehr TV oder eben TV Tower. Aber komm, wir schauen mal schnell da rein, was man da alles machen kann. Man kann das nämlich auch online und im Netzwerk spielen mit mehreren Leuten. 4, 5 Leute können das miteinander spielen. Und da kann man auch noch ein paar Sachen einstellen, ganz, ganz viel, von der Auflösung bis zum alles Mögliche. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt einfach einmal starten und leider kann ich da nicht mich aussuchen als gelbe, grüne oder blaue. Nein, schau, es sind nur 4 Leute, die es irgendwie falsch gehabt mit 5. Aber wahrscheinlich ist es so, weil MadTV nur 3 gehabt hat und da sind es 4. Ich wusste, es hat einfach einen mehr. Ja, ich habe es natürlich schon mal ein bisschen vorgezockt, um zu schauen, ob ich das überhaupt schaffe und so. Und ich habe es auch vor x Jahren einmal einmal gezockt, wo ich drauf gestossen bin. Und habe es recht cool gefunden. Darum, ja, wollte ich das jetzt einfach einmal zeigen. Nein, wir wollen keine Frau sein, wir wollen ein Mann sein, aber ohne Bart, bitte schön. Ich glaube, der passt ein bisschen zu mir. Ich hätte zwar viel lieber das an, also das Gelbe natürlich, aber wir lassen Sandra sein, aber den Seidi, den nennen wir um. Und zwar in Tex Coco. Und weil ich weiss, dass sie keine Frauen haben, machen wir da auch Männer draus. Und weisst was, mir fällt gerade auf, der da sieht ein bisschen aus wie der Skynet. So, ganz nebenbei. Und wer wollen wir da noch rein? Irgendjemand anders, der zwischendurch meine Videos schaut. Wie wär's mit dem Mutze? Aber du bist auch ein Mann wahrscheinlich. He? Ja, wir sind eine männerdominierende Welt. Darum mache ich dich ein bisschen dünkeln. Einfach so. Und jetzt starten wir das Spiel und schauen mal, was ist denn gleich wie MadTV und was ist anders? Du siehst, es sieht schon mal sehr gleich aus, aber eine grosse Änderung gibt es schon zum MadTV. Und zwar, es passt mehr als nur eine Person in den Lift rein. Das ist ja schon mal wunderbar. Und da kann man übrigens noch Geschwindigkeiten einstellen, was ich jetzt auch gerade mache. Und bevor überhaupt irgendetwas passiert, gehen wir da ganz schnell uns die besten Werbeverträge holen. Ja, du weißt nicht, was MadTV ist? Ich erkläre es kurz. Du machst einfach einen Fernsehsender. Und das Coole bei Tower TV oder TV Tower besser gesagt ist, man kann 24 Stunden lang ein Senderprogramm organisieren. Und das bedeutet, man kann Schrott zeigen bis zum geht nicht mehr. Und da siehst du, 1000 Leute wollen das schauen. Raus hier für 9000 Stutz. Das sind 2004 Spots. 5000 Zuschauer, 3 Spots, 9000 Zuschauer, 4 Spots. Aber das gibt 72.000. Wow, das ist eigentlich noch viel Geld. Komm, das nehmen wir einmal. Und was haben wir denn da? Schon 40.000, 45.000, 50.000. Wow, schaffen wir das? Warte schon, 45.000 für 64. Komm, das schaffen wir. Und was haben wir sonst noch? 55.000, 3 Spots für 105, da schaffen wir auch noch. Jetzt brauche ich aber da in dem Fall noch so einen billigen. Komm, wir nehmen den noch mit. Und wir nehmen 4 Tage, 2, wir nehmen noch den mit. Und dann haben wir uns mal ein bisschen ausgerüstet und gehen gerade wieder zum Lift. Und da oben siehst du, da ist Bettys Büro. Wahrscheinlich müssen wir dann dort auch mal noch einmal hingehen. Aber noch nicht jetzt. Wir gehen dann die schöne Blondine später besuchen, sobald wir dann mal ein bisschen Stutz haben. Wir starten mit 750.000 Stutz. Ich weiß gar nicht, habe ich einfach oder mittel oder schwer eingestellt? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, und News müssen wir ja noch machen. Ja, ganz klar, News. Aber zuerst schauen wir mal, was hat es überhaupt für Filme, die ich kann Filme, senden. Wir haben hier gute und teure Filme, wie du siehst, Ricky, Ricky 2 zum Beispiel, oder Die Brücke am Kai, James Bond
Und was hat es noch? Mozzarella, alles hure teure Filme. Und da hat es Ramschkisten und da werde ich dann zuschlagen. Ich werde mir einfach mal alles günstiger kaufen, weil würg den Würger, bevor du selber würgst. Den Namen tönt schon mal super gekauft. Matzenwispern, der ist zu teuer. Die Hausfrau, liebenswert und putzig, das ist eine Reportage, ein Deutsche, okay. Das hässliche Entlein ist zu teuer, ist zu teuer, ist zu teuer. 55 Falschen will gelernt sein. Eine Reportage. Ein Block nur. Ja, weiß ich nicht, ob ich das will. Da, drei Blöcke für 500. Express nach Sibirien. Ja, der wird mir nicht viel geben, aber wird mir ein bisschen Zeit füllen. Von dem her gesehen. Der Wachmann von Korpenick. Kenne ich nicht, kaufe ich. Und da haben wir da unten noch Sirene, das Unbekannte, vier Folgen, vier Folgen, also Papa, für 1,4 Millionen, wow, yeah, okay, da siehst du auch, es hat auch noch so Sachen, wo man etwas kann verdienen kann, also so Dauerwerbesendungen gibt es auch noch, hey, die Serien sind ja verdammt teuer, wow, krass, nein, wir kaufen in dem Fall noch irgendeinen Ramsch, ich reiste mit dem Sandmännchen, hat es denn nichts Besseres da, das Rennen zum Nordpol, ja, ja, komm, wir nehmen noch die hilflose Wut, ein Krimi zu haben, ist immer gut, und dann gehen wir mal zu unseren Nachrichten, vielleicht schaffen wir das sogar noch zeitig, weil immer um Punkt gibt es Nachrichten, und je aktueller die Nachrichten sind, desto mehr Leute schauen den Film, oder besser gesagt schauen die Nachrichten, und desto mehr Leute bleiben auch hängen vor dem TV, weil sie zu faul sind zum Aufstehen. Ja, und darum können wir jetzt hier Medientechnik, Politik, Showbiz, Sport, ja, wir nehmen da den Sport dazu und schauen mal, was hat es denn da überhaupt. Schweres Erdbeben, ja, puh, IB für den Wetterbericht, aber noch nicht jetzt Nassau, als Teelichtpreis auf Rekord hoch. Nein, komm, weißt du was, Lotto spielen strafbar, nein, das nehmen wir raus, Lotto spielen ist sicher nicht strafbar. Jetzt gehen wir da zuerst mal in unser Büro und alles organisieren. Du siehst da, das Büro ist genau... Wow, jetzt bin ich gerade schwer verschrocken, aber ich komme 25'000 Stutz über, weil irgendein Werbevertrag ausgefüllt worden ist. Yeah, cool. Okay, da haben wir noch kein... Da haben wir noch nichts. Wir haben noch gar nichts. Was bringen wir denn morgen am 6. Ein Abenteuerfilm. Ja, aber der ist eigentlich zu gut für das. Komödien, ja, haben wir denn nicht andere Schrott, wo wir können bringen können? Hier zur Primetime würde ich eigentlich gerne einen guten Film bringen. Weil es war der teuerste, den ich gekauft habe. 85, 95, das ist ja fast der. 70, 65, das ist tatsächlich der. Aber ich bringe in dem Fall hier Komödien da und dann bringen wir dich da. Ah, weißt du was, wir machen das so. Aber ich wollte noch eine Serie haben. Habe ich genug Zuschauer? Wie viele schauen denn da bei mir jetzt? Da gesehen ist 28'000 Leute schauen. Wow, jetzt bleiben wir gerade hängen. Was? 26'000 Leute sind da hängen geblieben bei der Eröffnungsfeier zur Nacht am Eis. Wow, dann müssen wir ja da mal schauen. Haben wir denn so bessere? 9, 1, 55, warte schnell. Da schauen. 55'000, das reicht nicht, 45 reicht auch nicht. Bis Mitternacht senden, Games World, das bringen wir. Ja, da haben wir ja da. Das haben wir ja, das funktioniert ja wunderbar. Also, wir hauen es wieder da rauf, weil ich brauche noch ein bisschen mehr Ramschfilme und vor allem so Tour-Werbesendungen, die ich am Morgen bringen kann, möchte ich gerne. Und nachher gehen wir rein, was in der Raum ist schon besetzt. Und du siehst, das Grrr ist auch schön drin. Voll cool. Ich finde es geil gemacht. Ich finde es wirklich geil. Oh, der ist ab 18. Ja, ist gut. Ah, die sind alle viel zu teuer. Also, was haben wir da? Liebesfilm, Drama in Amerika. Das klingt doch gut. Das ist sehr aktuell, würde ich auch sagen. Falschen will gelernt sein. Den haben wir doch schon mal gehabt. Ist nicht viel weggekommen in dem Fall. Okay, ja, das hässliche Entlein haben wir auch noch. Die Hausfrau, Matratzenwispern. Das haben wir ja alles gehabt. Kölle Alaf, zorniges Obst. Du siehst, das sind alles so Anspielungen, weil wir hat natürlich noch die Recht nicht gehabt. Aber komm, wir nehmen da dann das Drama in Amerika. Jetzt können wir uns keine teuren Filme leisten. Mal könnten wir uns. Aber, was, 1899? 1,5 Millionen, ja, Mozzarella. Komm, wir gehen noch einmal schnell in die Werbung rauf. Wobei, nein, weißt du was? Wir könnten dann noch schnell in die Drehbuchagentur gehen, unser Buch posten, wo wir dann verfilmen in unserem Studio. Wobei, verfilmen, weiss ich nicht. Fünf Deppen und die Liebe.
Drei Blöcke, ein Regisseur und ein Darsteller. Ja, ist gut. Reportagen aus dem Sendegebiet, Drehbücher für Anfänger. Barbell turtet der Lehrer und Klauer auf Kommando. Einmal Regisseur, Manuel lässt den Sketch aufführen und gibt ihm spontane Regieanweisungen. Das klingt doch super, das klingt doch lustig. Kann ich das nur einmal machen? Ja, das ist aber schade. Da hat es auch zwei Blöcke. Der hat drei Blöcke. So vieles dran, wie alleine starren. Nummer 1 der 5 Deppen. Ach, weißt du warum? Wir kaufen uns mal das Buch. Und dann schauen wir rein, aber zuerst gehen wir noch mal in die Werbeagentur schauen, ob wir nicht etwas hätten, das da besser passt. Und bis ich da mal auf den Lift warte, der kommt, geben wir auch noch schnell Vollgas, weil das können wir ja zum Glück. Aber wir können nicht Pause drücken. Geh jetzt hier rein. Wieso gehst du jetzt nicht hier rein? Weil da jetzt einer vor mir rein ist. Willst du mich verarschen? Ah, komm, hau ab. Genau, tschüss. So, schauen wir noch einmal. Was haben wir? 1000, ja. 4000, 4000, 5000, 50.000. Eigentlich hätte ich etwas gern mit 20.000, aber so wie es aussieht, wird es da immer wie höher. Was ist denn eigentlich das Höchste da? 400.000, ja, also komm, wir nehmen noch so einen kleinen. Kommst du, guckst du, kaufst du? Einkaufseck, der ist aber auch nicht schlau. Das sind aber 6 Werbespots. Reisebüro Teurl, aber warte schnell, einen 4.000er habe ich glaube schon, oder? Nein, hätte ich nicht. Könnte ich also machen. Oder der 5.000er für 27. 60.000, das sind aber auch 5 Spots. Mensch, das ist einfach viel, das ist einfach viel. Nehmen wir ihn nicht. Ja, komm, wir nehmen ihn. 60.000 Stutz, das klingt doch gut. Und dann gehen wir noch einmal zum Filmemacher schauen, was läuft. Vielleicht hat es ja bessere oder andere Filme gegeben. Ich bin immer noch dafür, dass ich so eine Tour-Werbesendung kaufe. Weil, wer schon Fernsehen macht, der muss auch die Leute bei der Stange halten. Und ja, wie behalten wir Idioten vor dem Fernsehen, indem sie können anrufen und dumme Fragen beantworten. Jetzt hat es da vielleicht etwas gegeben, wer weiß. Cluster X, wow, okay, den müsste ich eigentlich haben. Ich reise mit dem Sandmännchen. Ich glaube, ich kaufe sowieso gerade Fashionville Grenze, den haben wir doch schon mal gehabt. 120.000, 95.000, das ist einfach alles ein bisschen teuer. Matratzenwisper haben wir auch schon gehabt. Da ist nichts Neues, da ist nichts Neues. Aber weißt du was, ich glaube, ich kaufe den Cluster X. Den kann ich mir ja leisten und dann haben wir einen neuen Film, wo wir zur Primetime können senden. Aber ich muss jetzt zuerst mal schauen, dass ich das Programm füllen kann. Oh, habe ich da genug Zuschauer? Ja, habe ich. Wow, Glück gehabt. Da geht nachher nämlich gerade wieder Geld. So, du siehst hier noch die Aufteilung, wer da alles zuschaut. Du siehst sie auch hier hocken. Ich spiele aber einfach mal weiter. Da haben wir so eine Tourwerbesendung, wie du siehst. So, jetzt haben wir irgendeinen Klatsch, Knatsch, 85, 95, 70, die haben wir ja alles schon drin. Da, Cluster X bringen wir im Fall da. Und Hilflose Wut, der Krimi können wir zur Spaterstunde bringen. Horrorfilm, wenn wir einen Horrorfilm bringen, zur Nacht. Ja, weißt du was, den bringen wir aber morgen, den Horrorfilm. Komm, wo haben wir ihn? Da. Ja, würg, würg, würg. Da, würg den Würger, sonst wirst du selbst gewürgt, nämlich. Was haben wir noch? Shows and Events. Was ist Sache? Das könnten wir doch hier noch bringen vorher. Polit-Talk, wobei, weißt du was, das muss ich zu einer anderen Zeit bringen im Fall. Komm, ich bringe es gleich um 5. Aber habe ich da jetzt tatsächlich nichts, was ich bringen kann? Express nach Sibirien. Der ist zwar auch eigentlich besser, als das ich gedacht habe. Den haben wir jetzt drin, den haben wir drin, den haben wir drin, den haben wir drin. Den haben wir nicht drin. Drama in Amerika. Fangen wir mit dem an. Machen wir es halt so. Und ja, dann sind wir ja schon ausgebucht. Mensch, das lenkt. Ich brauche in dem Fall mal. Oh, was ist das? Lese Nachrichten! Bei MedTV hat es ja da auch immer mehr Zetteln und Zetteln gegeben. Und man hat ja nie gewusst, was steht da eigentlich drauf. Und das Geile da ist, beim TV Tower, man kann draufklicken und da steht, was es war. Und es steht da auch, siehst du, Preise, Semi, alle Kategorien. Und super, oder? Da siehst du übrigens, alles ist in Deutschland oder spielt in Deutschland. Wo sind denn eigentlich da die anderen? Sind wir alle da? Alle hier rundum, was ist das? Ist das da Bayern? Ich kenne mich nicht aus in der deutschen Landschaft. Dafür in der Schweiz.
schauen wir noch schnell ins Nachrichtenstudio rein, ob es irgendetwas Neues gegeben hat. Baumfell von eigener Axt erschlagen, das dort nach Nachrichten für meine Zuschauer. Dann nehmen wir das Teelicht raus. Ja, komm, wir nehmen das Teelicht wieder raus. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal schnell hier in Super. Nein, warte, wir müssen zuerst in unser Studio. Mit uns noch 180.000. Und da ist übrigens der Chef drin. Der sieht auch genau gleich aus wie bei MadTV. Hallo? Komm. Aha, Studio von RockTV. Da runter, Wati. Es sieht eh ziemlich alles so aus wie bei MadTV. Es gibt noch ein paar andere Räume, wo man auch noch rein kann gehen, aber dort hat es nichts. Gib mir mal so eine Einkaufsliste. Kannst du mir jetzt nicht zwei geben? Bisher ist eine Produktion geplant. Du willst also 5 Deppen und die Liebe? Produzieren? Ja, produzieren wir. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir da gerade mal schnell. Ich will da dem sagen, dass ich das produzieren will. Und da ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal, differenzierter als noch bei MadTV. Und jetzt suchen wir diesen mal einen coolen Regisseur aus. 80.000, wow, die sind ja noch teuer da. Wow, 95.000, 65.000. 49, ein etwas müssen wir aber schon haben, hey. 45, der Gerd Kalischke, ja komm, wir nehmen den Freddy Busch, nein, Elli Gnarzer nehmen wir als Regisseurin und als Darsteller nehmen wir Anna Adlermann, das finde ich gut, ja ja, die anderen schauen wir gar nicht an, mal kommen wir schauen noch, das sind ja eigentlich genau die gleichen. Du bist einfach viel zu teuer, darum wählen wir dich. Und jetzt müssen wir hier noch eine Produktionsfirma raussuchen. Amateure. Ja, ja, wir nehmen mal die Amateure. Da kostet mich 123.000. Wow! Und dann können wir hier die Kulissen noch ein bisschen aufdrehen. Wir können die Masken noch ein bisschen aufdrehen. Hier noch eins auf. Stunts nehmen wir keine. Team geht auch nicht. Ah, zu wenig Geld. Nicht komplett gesetzt. Ich habe noch 6 Punkte, die ich hier kann setzen. Ah, okay. Wir tun ein bisschen ins Team. Wir tun ein bisschen auf SFX. Dann tun wir den Rest in die Kulisse. Kommt noch eine in die Ausstattung und dann machen wir das. Planung abschließen und 13.000 anzahlen. Ja, machen wir. Komm, machen wir mal. Und wie lange geht jetzt das? Bist jetzt du das am Produzieren? Nein, klar nicht. Weil ich muss ja dir zuerst noch sagen, dass du das sollst produzieren. Da die Liste und bitte Produktion starten. Und jetzt wäre ich noch froh, um den Hinweis oder zu hören, bis wenn, dass du denn das fertig hast. So, wie viele Leute schauen eigentlich zu? 9000 Leute. Und was haben wir da für ein, was ist unser nächster Werbespot? Aha, warte, wir können da zuerst schauen, ob wir die 9000 Leute behalten, aber wahrscheinlich nicht. Mindestens 7500, das werde ich wahrscheinlich schaffen, oder? Digidea, das klingt fast wie Digitech, aber ist es zum Glück nicht. Aber ich habe doch noch 9000er. Da haben wir doch einen. Da nehmen wir den. Das lenkt auch und den lassen wir mal noch drin. Und geht noch einmal schauen, ob es irgendeinen Ramsch-Film gegeben hat. Ich hoffe doch, dass es Ramsch geht. Wieso fahre ich runter? Ich will rauf. Und übrigens, auch da gibt es so Sachen wie Terrorattacken und der Hammer fällt live. Da, schau das. Genau das habe ich wollen. Super. 80.000, das ist immer noch der gleich. Ich glaube, ich muss den hier gleich noch kaufen, einfach weil er günstig ist. Und da kann ich irgendwann zur Nacht am was weiß ich, wenn auch noch bringen. Straßenwalzenpilot und Geiger, das nehme ich auch. Das kaufe ich, glaube ich, auch. Was Büstenhalter in Flammen, das klingt auch lustig. Ja, das könnte man eigentlich auch noch. Sie sieht es denn kein? Asian Queen. Oh, der ist aber eigentlich noch gut. Der Liebesfilm da. Komm, den nehmen wir auch. Da sind wir ja gut drin. Oh nein, gerade den Lift verpasst. Scheibe, jetzt müssen wir warten, bis wir wieder da rauf können. Muss ich da zwar rauf? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich da gerade wieder in mein Büro reinhocken. Und dort dann weiter schauen, sobald dann da mal der Lift kommt. Ah, da ist er ja schon, super. Ich kann nicht immer auf schnell lassen, weil sonst geht es mir einfach zu schnell und ich bin ein langsamer Zocker. Falls du meine anderen LPs gesehen hast,
weißt das. Komm, wir bringen in dem Fall jetzt hier lieber die Hausfrau-Reportage anstatt den Liebesfilm. Der kommt in dem Fall später und Express nach Sibirien. Komm, das ist doch so schön etwas für die Zeit dort. Jetzt haben wir hier noch Shows und Events. Nein, Dauerwerbesendung, da haben wir es, der Hammerfeld. Da gibt es mir nichts vor. Dann können wir ja das am 8. bringen und dann bringen wir noch einen Film am 10. Aber jetzt habe ich glaube alles drin. Ist nichts mehr offen. Ah, mal schau hier, Asian Queen. Aber weißt du was? Das ist der Liebesfilm, dann tun wir das so duschen. Und dann haben wir hier sicher genügend Leute, die werden den Cluster X-Wellen schauen. Mhm. Und was habe ich noch? Erlebnisbad Spargel gesund. Komm, ich bin zuversichtlich, dass ich das hier alles werde schaffen. Weißt du was? Ich mache das sogar so. Der Politalk, der wird wahrscheinlich nie mehr sehen. Dann nehmen wir lieber es raus hier. Was haben wir jetzt hier noch? Eins Erlebniswelt. Ja, komm, das wird da sicher auch irgendjemand schauen wollen. Haben wir genügend? Ja, das lenkt gerade noch knapp. Der Superfournier ist. Ja, ja, gut, dann gehen wir noch schnell ins Nachrichtenstudio da, schauen, ob es neue Nachrichten gibt, die wir verwenden können. Ja, Massenschlägerei in Berliner Diskothek, das ist das, was die Leute interessiert. Wetterbericht von 1 bis 7, nein, komm, das interessiert nicht, das wollen wir auch nicht. Aber ich glaube, das ist doch wunderbar, da können wir gerade mit dem ersetzen. Gut, super, dann gehen wir jetzt noch schnell in die Werbeagentur rauf. Nein, schon wieder der Lift ganz knapp verpasst. Jetzt habe ich wieder Zeit, um ein Bier zu trinken. Gut, machen wir. Warte, ich muss schnell schauen, ob denn das hier überhaupt wird länger. Nein, es wird nicht länger mit 7.500. Shit, ich muss so schnell wie möglich wieder runter. Hey, wieso haltest du überall an? Oh, krass, da muss ich jetzt pressieren. 4000. 6000 und dann sind wir hier auf 25, ja, das ist gut, ich glaube, ich nehme den hier noch mit und jetzt muss ich aber schnell runter, weil der, da siehst du es, Werbeblock wird mir vergeigen, wenn das hier durchkommt, darum muss ich jetzt schnell in mein Büro zum neuen Werbeblock dort kicken. Und dann hoffe ich, dass wir wir müssen etwas anderes haben. Was nehmen wir? Wir nehmen dich. So, wow, okay. Die muss ich bis Mitternacht senden. Okay, oh shit. Wo haben wir denn da noch? Die Digidea, da, der. So, das wird hoffentlich da schon noch 7.500 Leute geben, die das schauen. Jetzt ist da auf jeden Fall wieder grün, das gefällt. Und den Rest tun wir dann auch noch irgendwie füllen. Und dann hoffen wir, dass dann die Show noch kommt, die ich hier am Produzieren bin. Aber ich würde sagen, wir machen dann das alles erst in der nächsten Folge. Und darum, danke vielmals, dass du dabei gewesen bist. Bis nächstes Mal. In dem Sinn. Cheers.